Hey, liebe Leute, hallo und seid gegrüßt hier zu Hellfire 101, erstes Unboxing. Eigentlich hätte ich ja schon mehrmals so ein Video machen können. Hier ist die Kamera. Hier seid ihr. So, nee, eigentlich hätte ich schon mehrmals so ein Unboxing machen können, aber ja, ich hab's nicht gemacht. Ich hab's weder bei meiner Grafikkarte gemacht, noch habe ich es beim neuen Stuhl gemacht. Moment. Noch habe ich es beim neuen Stuhl gemacht. Ich hoffe, das sieht man da nicht spiegelverkehrt. Hoffe ich jetzt mal. Ja, ich habe es auch bei den diversen Sachen nicht gemacht, aber ich würde es gerne ändern. Heute ist ein geiler Tag. Deshalb zeige ich euch hier ein schönes, fettes Paket. Nee, das fette Paket hier auf der Seite. Das. Ah, nice. Gefällt mir sehr. Das Ding. Ich nehme auf mit Handykamera. Ja, mein Webcam, mein Webcam-Kamera ist momentan ausgeschaltet. Sie läuft nicht. Darum seht ihr mich von einem anderen Bild, sage ich mal. Und darum muss ich auch sehen, da ist die Kamera. Genau da. Und nicht da. So, ja, item. Ich habe mir was gegönnt. Ich habe mir was gekauft. Und ja, ihr seid live dabei. Nee, live nicht, aber ihr seid dabei. Ich habe meinen Greenscreen, den ich hatte, ersetzen müssen wegen dem Stuhl hinter mir. Ja, ganz einfach. Der Stuhl ist ein bisschen höher als der alte und deshalb der alte übrigens da drüben. Moment. Der alte da. So. Übrigens, ne? Und von daher würde ich sagen, ja, ich habe mir einen Greenscreen gekauft. Genau. Und das hier ist die neue Elgato Greenscreen-Leinwand hier. Momentchen. Greenscreen, Elgato, Elgato und dann noch hier. Moment, da unten steht's. Moment, ich hebe ein bisschen an. Elgato! Ja, geiles Teil, geiles Teil. Hört sich auch ganz schön komisch an. Tja, das ist, wenn die Lampe im Weg ist. Zum Glück ist so eine Star Wars Lampe hier. Der Todesstern hier. Ja, gut. Da würde ich jetzt mal sagen, das hat Lärm gemacht. Ich hoffe, das war nichts Wichtiges. So, dann würde ich sagen, wir schneiden das Ding hier mal auf. Moment. Flop Nummer 1 ist weg. Ach, komm. Wenn man es will, dann geht's nicht. Nummer 2 ist weg. Dann sollte man das Ding eigentlich rauskippen können, geht aber nicht. Schade. So, dann heben wir das hier an dem letzten Teil noch auf. Gucken, dass die Adresse hier nicht eingeblendet wird. Das Dokument lassen wir gleich wieder verschwinden. Flop. Und hier, bin schon ganz tüchtiger Päckchenschneider hier. Man merkt es mir vielleicht nicht an, aber das ist so. So, schnell weg. So. Dann sieht man die Dokumente auch nicht mehr. Sehr schön. Oh. So, das dritte, das waren die Kartonenden, die Pappeenden. Übrigens zur Info, hier ist der alte Greenscreen. Moment, schnell die Kamera, kann ich die drehen? Nope, geht nicht. Okay, schnell zur Info. Moment, das ist der alte Greenscreen. Richtig verlogen. Aber hat seinen Zweck erfüllt. Waren 4 A0 Blätter. Wow. Das Ding ist ja schon offen. Okay, Moment. The Fighterei mit dem Karton. Hier, the Fighterei. Das Ding ist schon offen hier. Muss ich gut aufpassen. Moment. Nehmen wir das Teil noch. Wow. Bisschen um. So. Die Pappe Scharniere, oder wie man dem sagt, waren das. So, dann öffnen wir die Packung. Ihr seht's zuerst. Nö, ich sehe es zuerst. Moment. Schauen, ob ich das drehen kann. Bisschen noch. Ist schön. Ja, das Ding ist sehr breit. Das Ding ist sehr breit oder sehr hoch. Das
man von mir auch sagen kann. Ich bin auch sehr breit und sehr hoch. So, Leute, ich stelle das ganz kurz mal hier auf den Boden. Styropor. Konnichiwa. Das Teil hier ist die Greenscreen-Wand. Ich weiß, ihr sagt jetzt, da ist ja gar nichts grün. Aber das kommt noch. Das kommt alles noch. Schön alles weg hier. Ich muss nachher ein bisschen aufräumen. So, ein Riesending da. So, Styropor hier, weg damit. Mann. Alter Klabauter, ist das Ding schwer. So, vorsichtig mit dem Messer aufschneiden, ohne Kratzer zu machen. Wir wollen ja das Ding nicht kaputt machen. Ich werde das wahrscheinlich dann timelooken, damit dass man das besser, schneller Geschwindigkeit sieht hier. Mit ein bisschen mehr. So, komm. Oh, Vorsicht, PS4. Oh, das geht nicht. Dann muss ich es so aufmachen. Ne? Dann hier muss ich nochmal das Messer benutzen, weil da ist eine Klebestelle. Alles zugeklebt. Vorsichtig. Ich mache das zum ersten Mal hier. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. So. Dann. Schön. Da haben wir einen kleinen Kofferbalken. Schön zum Transportieren hier. Sehr hübsch. Ich drehe das nochmal um. Oh. Moment, wo steht's jetzt? Hier, ganz hinten, steht Elgado. Oder so wie ich das sehe, Otaklofe-Adogel. Irgendwie. So, dann gibt es hier schöne Verschlüsse. Da und da. Auf der anderen Seite etwa gleiche Disposition. Ja, Scharniere und. So, jetzt wenn man die aufmacht, springt der Greenscreen, flup, macht es flup, dann ist er draußen. Vielleicht. Moment. Schön vorsichtig, da gibt es noch eine ganz geile Bedienungsanleitung. Greenscreen, Caution, Avertisement, Achtung! Nutze den mittig angebrachten Griff zum Aus- und Einziehen der Leinwand. Ja, richtig gehört. Die Leinwand hier, wer sie noch nicht kennt, wird dann im Endeffekt am Boden angemacht, aufgestellt und mit dem Koffergriff wird das Ganze dann hochgefahren. Ich werde das nachher noch zeigen, ganz kurz. Jo. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Nur zwar, ich räume zuerst mal auf. Ich schneide das dann einfach raus. Ist besser. Viel besser. Die ganze Pappe hier. Komm. Bleib. So. Geschafft. Bisschen wieder Ordnung hier. Nur ein bisschen. Ich muss gleich noch aufräumen. Ist jetzt am Kotzen. So. Dann also. Ich mach da schnell. Das Teil ist lang. Hört sich falsch an. Hört sich sehr falsch an. So. Auf jeden Fall, das Teil ist lang. Sicher. Wie meine ausgestreckten Arme, würde ich sagen. Dann kappen wir hier mal die Köpfe. Dann können wir die Schublade öffnen. Hui. Okay, cool. Retract Race. Okay, you race me. Und das Ding steht. Wow. Okay, vorsichtig. Ich komme gleich wieder ins Bild. Auf jeden Fall. So. Ist der Greenscreen dann auch befestigt? Hier mit Scharnieren. Da
Das Ding geht noch weiter hoch, aber ich muss. Das Ding geht noch verdammt weit hoch. Und wird dann mit. Und steht auch stabil. Das Ding steht stabil. Seht ihr? Seht ihr? Da. Schön mit hydraulischen Pfeilern, die das Ding oben halten. Wie sie wollen, wie sie sollen, wie sie müssen. Dann kann man wieder. Achtung, fertig, you raise me down. Und er verschwindet wieder. Zuklappen und weg ist er. Weg ist er. Ja, schön. So, ich melde mich gleich wieder. Bis gleich. Ciao. So, und hier bin ich schon wieder. Hier. Ohne meinen Greenscreen. Jo. Und da würde ich sagen, packen wir ihn mal aus. Ich habe jetzt ganz kurz schnell den Boden ein bisschen aufgeräumt vom Pappe-Scheiße. So, das ist das Maximum. Wow. Richtig hoch. Also, der Typ ist ein bisschen höher als ich und ich bin 1,79. Also, ich bin fast 1,80 groß. Und das Ding ist wahrscheinlich 2 Meter hoch. Stabil, geglättet und kaum auffällig. Bis auf die grüne Fläche natürlich. Genau, aber ja. Hier nochmal der Stuhl im Vergleich. Hier. Da ist mir was passiert, deshalb habe ich ihn erneuert. Sorry wegen der Kameraführung. Ich bin da noch nicht so gewohnt für Vlogs und so. Nee. Schauen wir nochmal nach hinten. Ganz schnell. So sieht das Teil aus. Ja, Mann. Bisschen wellenartig hier. Bisschen. Aber ist Stoff. Das ist Stoff. Stoff, schön. Im Vergleich zum alten Greenscreen, den ich hatte. Eben die Pappe, die ich hatte. Ja. Muss ich dann vielleicht noch ein bisschen besser ausleuchten. Ach, verdammt. So. Aber auf jeden Fall war es Pappe, zusammengeklebt mit doppelseitigem Klebeband. Aber es hat es auch gebracht. Es hat es auch gebracht. Also Tipp an euch alle. Wow, hallo, ich bin dunkel. Hallo. So. Tipp an euch alle da draußen, wenn ihr einen Greenscreen braucht. Braucht es nicht viel Geld, wenn ihr es nicht habt. Aber trotzdem mit Qualität streamen wollt oder aufnehmen. Dann braucht man nur ein bisschen. Ja, wie sagt man dem? Ich bin schon wieder dunkel. Dann braucht es nur ein bisschen Ideen. Also ich war in der Papeteria, das war so eine Papierhandelsstelle. Jo, genau. Sorry, in der schrecklichen Kameraführung. Moment. So, dann braucht es nicht massenhaft Geld, sondern nur Papier. Giftgrünes Papier, müsst ihr sagen. Ihr wollt giftgrünes Papier, was habt ihr da? Und dann, was dem Greenscreen am ähnlichsten sieht. Giftgrün. Ja. Zusammentackern oder kleben oder was auch immer. Ans Regal heften oder an die Wand mal nageln oder was auch immer. Und dann habt ihr einen Greenscreen. Jo, ich habe den jetzt, keine Ahnung, 8 Monate gehabt. Und der hat man nicht gesehen. Hat man nicht gesehen. Ab und zu sah man so einen weißen Schimmer. So oben durchs Bild kommen. Das wird jetzt nicht mehr sein. Das wird jetzt nicht mehr sein. Und deshalb, ich wünsche euch einen schönen Abend. Vielleicht bis später im Stream, vielleicht auch nicht. Könnt ihr ausmachen, wie ihr wollt. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen für jeden. Heute 8 Uhr, Viertel nach 8, so da rum, werde ich streamen. Auch spielen werde ich, keine Ahnung. Irgendwas. Osterhas. So, das war mein erstes Unboxing. Mein Handy hat vibriert, ich weiß, hab's gehört. Ja, und da wünsche ich euch einen schönen Abend, gute Nacht, wenn ihr schlafen geht und morgen schönes Wochenende. Top. Na dann, gute Nacht, wir sehen uns. Bis bald.